Heute kalibrieren wir High-End-Pedale aus dem Hause Nuro Simulations. Mit dem Tool DIView zeige ich euch, wie dies vonstatten geht. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Du startest das Programm DIView. Nachdem du das Programm DIView gestartet hast, klickst du auf Edit, auf Settings und aktivierst deine Load Cell Interface LC USB Pedale. Im Anschluss hast du so eine Übersicht. Du hast drei Achsen, RX, RY und RZ. Wenn du diese betätigst, dann siehst du einen Ausschlag der Achsen. Sprich die Kupplung bei mir RX-Achse, in der Mitte die Bremse RY und rechts die Z-Achse, das ist das Gaspedal. Mit einem rechten Mausklick auf die jeweilige Achse und dem Menüpunkt View Raw Data kannst du dir die jeweilige Achsenposition, die aktuelle Achsenposition anzeigen lassen. Beginnen wir mit der X-Achse, das ist bei mir die Kupplung. Du hast eine Bandbreite von 0 bis 65.535 Positionen. Das sind die Werte, die bei der jeweiligen Pedalstellung abgegriffen werden. Du hast also über diese Bandbreite eine sehr feine Rasterung, die dir dann hilft, exakt genau unterwegs sein zu können. Die Kalibrierung hat nun folgenden Sinn. Du sollst ja in der Nullstellung, in der Ausgangsstellung, hier keinen Wert ausgelesen bekommen, beziehungsweise soll dieser dann im Spiel einen Nullausschlag haben. Nächster Schritt, kalibriere die Pedale. Beginnen wir mit der Kupplung. Du siehst hier einen aktuellen Wert von 18.400 etwa angezeigt. Das ist die Ausgangslage deines Pedales, beziehungsweise die Position, die dein Sensor dir ausliest. Betätigst du die Kupplung maximal, dann hast du einen Wert von um die 53.700 anliegen. Mit dem Rechtsklick auf die jeweilige Achse öffnest du das Menü und klicke links auf Calibration. Nun kannst du die Werte übernehmen. Wir waren hierbei um die, in dem Fall etwa 18.300, bei Minimum. Bei Maximalwert, voll gedrückt, um die 53.700. Diesen Wert setzt du hier bei Maximum. Wenn du jetzt möchtest, dass in der Halbstellung der Kupplung genau der halbe Wert hier auch ausgelesen wird, beziehungsweise im Spiel übernommen wird, dann brauchst du einfach den Mittelwert. Addiere das Minimum und das Maximum. Du kommst addiert nun auf einen Wert von 72.000 und diesen dividierst du durch 2. Das sind dann exakt, das schaffen meine Kopfrechnungskills, 36.000. Diese Werte gesetzt, bestätigst du mit OK. Jetzt siehst du, in diesem Moment springt dieser schwarze Balken auf 0 zurück. Das ist deine kalibrierte Ausgangsstellung. Betätigst du das Kupplungspedal maximal, dann bist du im Bereich 65.535 im Maximalbereich. Du kannst nun View Raw Data ausblenden. Wenn du das Pedal jetzt betätigst, Kupplungspedal, und hier auslässt, dann siehst du, du hast hier noch einen kleinen Minimalausschlag. So von 0,01% bis minimal. Wenn du diese betätigst auf maximal, siehst du, ich drücke noch etwas fester und komme dann ganz ans Maximum hin. Das ist der Bereich, in dem du dich um die Totzone kümmern sollst. Wenn du das Pedal auslässt, dann soll hier kein Wert mehr ausgelesen werden. Sprich, verschiebe deine Totzone etwas. Du kannst dieses bei Totzoneneinstellung machen, du kannst dies im Spiel machen oder auch gleich bei der Kalibrierung. Mir persönlich ist dies am liebsten. Ich passe meine Kalibrierung noch etwas an. Setze diese Werte etwas von der Endlage weg. Gib bei den 18.300 etwa 200 dazu, dann bist du hier bei 18.500. Und beim Maximalwert reduzierst du eben um diese 200. Um auch von der Endlage etwas wegzukommen, die Totzone zu setzen. Der Mittelwert kann mit 36.000 gleich bleiben. Bestätige mit OK. Und du siehst jetzt, wenn du die Kupplung betätigst und hier in die Ausgangslage gehst, dann hast du hier keinen Restwert mehr. Dies ist optimal, du hast deine Totzone nun optimal konfiguriert. Gehen wir weiter zur Bremse. Du hast eine Ausgangslage von um die 1900. Eine Maximalbelastung, wenn du voll in dieses 120 kg Load Cell Pedal trittst, da erziele ich ungefähr einen Wert von um die
40.000 würde ich jetzt sagen. Dies ist meine Bandbreite, sprich meine Todzonen, die setze ich im Bereich von, würde ich sagen, um die 1500, vielleicht etwas darüber, und dem Wert von, für mich reichen locker diese 40.000. Calibration öffnen, gibt beim Minimumwert, hier in meinem Fall 1500, und beim Maximalwert 40.000 ein. Addiere nun Minimum und Maximum, ermittle den Mittelwert. Da sind wir bei Minimum plus Maximum 41.500 und dann ergibt sich ein Mittelwert von 20.750, wenn ich das jetzt richtig addiert habe. Ich blende View Raw Data wieder aus und nun kannst du erkennen, dass ich in der Nullstellung des Bremspedals im Bereich 0,7% Ausschlag des Bremspedals angekommen bin. Das willst du klarerweise vermeiden. Du willst ja nicht auf einer Geraden, wenn du Vollgas unterwegs bist, noch unbemerkt etwas leicht mitbremsen. Das sollst du unbedingt vermeiden. Und hier gilt es unbedingt auf die Todzone zu achten. Entweder, wie gesagt, in der Todzoneneinstellung kannst du auch im Spiel machen. Ich mache es direkt im Kalibrierungstool. Setze den Minimumwert nochmal um etwa 300 hoch. Gib hier um die 1800. Dies verändert klarerweise auch meinen Durchschnittswert. Wir sind bei 41.800. Halbe sind wir bei 20.900 angekommen. Setze diese Werte. Und du siehst, du hast bei der Bremse immer noch eine leichte Todzone. Das heißt, du bremst noch etwas mit, der Wert soll noch etwas in die Höhe. Du siehst, du hast noch eine kleine Todzone, eine minimale Todzone, wo jetzt dein Fahrzeug auf der Geraden noch leicht mitbremsen würde. Ich gehe jetzt mit dem Minimalwert nochmal um etwa 400 nach oben, dann sind wir bei 2200 gelandet. Den Maximalwert, den lasse ich unverändert. Der Durchschnittswert, der Mittelwert, geht hoch auf 21.100 in meinem Fall. Bestätige diese Werte. Und jetzt siehst du, wenn ich das Bremspedal betätige, auf maximal, komplett auslasse auf einer Geraden, dann hast du einen Ausschlag von exakt 0%. Und genauso soll dies sein. Du sollst in der Ausgangslage deines Pedals keinesfalls auf einer Geraden, wenn du Vollgas unterwegs bist, unbeabsichtigt über die Pedale mitbremsen. Ein weiterer Anwendungsfall für dich kann sein, wenn du auf einer Geraden unterwegs bist, hier mit Vollgas, du lässt deinen Fuß leicht am Bremspedal aufliegen. Ihr habt eine sehr feine Lowzell in diesen Pedalen verbaut. Diese registriert auch, wenn du nur minimal dein Pedal betätigst. Das heißt, wenn du jetzt deinen Fuß am Bremspedal aufliegen lässt, dann siehst du, würdest du auf einer Geraden noch mit um die 2%, 2,5% leicht mitbremsen. Bist du gewohnt, so unterwegs zu sein, dann sollst du dies klarerweise vermeiden. Und auch hier gilt es eben, entsprechend die Todzone zu setzen. Das heißt, ich lege meinen Fuß aufs Bremspedal an. Du bekommst dann einen Wert von um die 3400 ausgelesen. Diesen berücksichtigst du jetzt beim Kalibrieren. Geh ins Kalibrierungsmenü und setze diesen Wert mit einem kleinen Puffer, da du keinesfalls mitbremsen möchtest. Ich nehme hier jetzt mal den Wert von 4000 an. Zusammengezählt 44.000, die Mitte ermittelt, da sind wir bei einem Center von 22.000 genau angelangt. Bestätige mir diese Werte und nun siehst du, wenn ich jetzt meinen Fuß leicht am Bremspedal anliegen lasse, erkennt dies klarerweise der Sensor, aber der Ausschlag in einem Spiel wird, so wie es sein soll, auf 0 beim Bremspedal bleiben. Erst wenn ich nun jetzt aktiv das Bremspedal betätige, dann beginnt der Ausschlag in deinem Spiel, das ist der schwarze Balken, hier über die Mittellage bis hin zum Maximum auszuschlagen. Nun habe ich die Todzone meines Bremspedals optimal eingestellt, wenn ich auf einer Geraden meinen Fuß leicht am Bremspedal aufliegen lasse, so wie dies bei mir beispielsweise der Fall ist. Letztes Pedal, das Gaspedal.
Hier wieder dasselbe Spiel. Wir haben einen Ausgangswert, da sind wir in einem Bereich von um die 23.000. Drücke ich das Gaspedal maximal durch, dann lande ich hier bei um die 42.000. Ich setze einen Minimumwert von, ich gebe gleich etwas Todzone mit dazu, 23.500. Den Maximalwert, da waren wir bei um die 42.000. Setze den Mittelwert auf Center, auf OK. Und am schwarzen Balken seht ihr, die Pedale sind nun ordnungsgemäß kalibriert. Wichtig für euch, in der Nullstellung testet dies immer, betätigt das Gaspedal, lasst dieses komplett los. Und du sollst dann wirklich in der Nullstellung auch 0% Pedalausschlag haben. Wenn du jetzt den Centerwert in Richtung Maximalwert verschiebst, dann bedeutet dies für dich Folgendes. Du betätigst das Gaspedal über eine große Bandbreite und hast erst die Hälfte deines Gaspedalausschlages im Spiel angezeigt. Das kann für dich von Vorteil sein, bist du in einem Regenrennen unterwegs, du möchtest für einen Ausschlag von 50% viel Pedalweg zur Verfügung haben. Das bedeutet für dich, du kannst etwas sensibler unterwegs sein, wenn du keine Traktionskontrolle hast, da du dann für einen 50%igen Gaspedalausschlag dir wesentlich größere Bandbreite an Pedalweg einstellen kannst und somit bist du sensibler unterwegs, um Dreher zu vermeiden. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Tutorial zu DIView etwas anfangen konntet. Und nun zum Ausblick. Wie ihr sehen könnt, arbeite ich für euch an einem sehr ausführlichen Review zu den New Simulations High-End Simracing Pedalen. Weitere spannende Projekte sind bereits auf Schiene. Es macht wie immer Spaß, mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Ron.